Und damit willkommen, meine lieben Abonnenten, Nicht-Abonnenten und sonstige Freunde der abendlichen, leichten Unterhaltung zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir. Let's Play Koudelka. Koudelka, ein altes Spiel für die PlayStation 2. Ich würde einfach mal behaupten, ein eher unbekannterer Titel. Ich habe ihn schon eine ganze Weile bei mir im Schrank liegen. Eine ganze Weile, wie man sieht, 2000. Ungefähr, ja, so 2002. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal das Intro, ne? Nein, das möchte ich nicht nochmal sehen. Ich habe das Spiel früher sehr gerne gespielt. Das weiß ich noch mit ziemlicher Sicherheit, dass ich das früher sehr gerne gespielt habe. Die Story nicht. Ich sag mal so, die Location, so das Umfeld erinnert ein wenig an Resident Evil. Ist so mit rundem basierendem Kampfsystem, so wie Final Fantasy, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Story, so, kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht wirklich zu sagen. Es ist Jahre her, dass ich das gespielt habe. Und deswegen quake ich jetzt nicht mehr lange, sondern drücke auf Start. Spiel fortsetzen. Ich habe wirklich hier meine PlayStation 2 angeschlossen mit einer alten Memory Card. Das ist so retro gewesen, total toll. Und da waren noch alte Speicherstände drauf, zwar nicht von diesem Spiel, aber die habe ich natürlich erstmal alle gelöscht, ne? Neues Spiel. Dann schauen wir mal, wie es so ist. Hatte ich jetzt voll Lust drauf. Kommt die dumm. Ich bin gespannt. Zu früh, Engel. Ich bin auch nicht tot. Mag sein, aber du stehst direkt vor der Himmelspforte. Vielleicht. Aber entschuldige mich, ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Blödsinn. Was kannst du schon tun in deinem erbärmlichen Zustand? Du kannst nicht mal den Revolver stillhalten. Wir werden ja sehen. Ich brauche 2 oder 3 Treffer, um das Monster zu erledigen. Verdammt! Hier schießt du! Ja, mittendrin stand nur dabei. Diese kleine, gewaltbereite, Zeitgenössin ist übrigens unsere Hauptprotagonistin, die Koudelka. Ja, und da geht's auch schon los mit dem rundenbasierenden Kampfsystem. Es ist wie bei Final Fantasy. Oh, es ist ewig her, dass ich sowas gespielt habe, aber ich glaube, das wird nicht ganz so schwer sein, ne? Angreifen, Ziel auswählen und los geht's, ne? Bats! So, jetzt ist das Vieh dran. Oh, ich kann mich noch bewegen. Ne, ich will mich aber eigentlich nicht bewegen. Jetzt muss ich mich bewegen. Kann ich nicht noch... Ah, ne, ich komme nochmal. Warten.
Kumpelchen. So, wir greifen mal an. Oh, ich kann Magie benutzen. Na, ist egal. Ich schieße erstmal. Bats! Na? Immer noch nicht. Okay, dann renne ich jetzt mal ein bisschen zur Seite. So. Final Fantasy hatte ich übrigens heute auch in der Hand. Oh, was macht der denn jetzt? Magie! Was? Der heilt sich. Die Sau. Also Final Fantasy hatte ich heute auch in der Hand. Teile, ich glaube, lass mich nicht lügen, 4 bis, oh, was habe ich, 4 bis 12? Ne, 12b, 12.2, 11.2, was gibt's da? Egal, ich muss schießen. Aber mir war jetzt mehr nach Kudelka. Einmal gucken, ne? Ja, und schon haben wir ihn gekriegt. In die Knie. Ups. Ach, war die Grafik damals toll. Schön, ist es schön. Ja. Oh ja, was habe ich gekriegt? Mitnehmen, Heiltrank, Kleinzauberspruch, Feuer gelernt. Aha, aha. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das sage ich in letzter Zeit oft. Oh, Bewegung noch nicht mal hier mit den Joysticks auf der alten, sondern mit den... auf dem alten Pad, sondern mit den Tasten, mit den Richtungstasten. Uiuiuiui, ui, 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 das ist aber jetzt eine Ungewöhnung. Wo muss ich hier jetzt hin? Ach, da liegt er. Da liegt er. So, hallo. Hallo. I just came to say hello. Hey, wo ist es? Es ist tot. Wirklich? Danke. Die Grafik. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Hey, Engel! Ich bitte dich nicht, mich in den Himmel mitzunehmen, aber könntest du für mich beten? Du spinnst wohl. Nie im Leben werde ich für dich beten. Aber ich bin in deiner Schuld, weil du mir das Leben gerettet hast. Okay, ich helfe dir. Still! Reiß dich zusammen! Was war das denn jetzt? Okay, gehen wir. Körperloser Sex oder was? Steh auf! Oder ich lass dich hier zurück. Was hast du? Ich spüre keinen Schmerz mehr. Ich bin geheilt. Ja, und? Ich hab dich geheilt. Na und? Du? Du hast mich geheilt? Aber ich war so gut wie tot. Ich begreif's nicht. Du bist also wirklich ein Engel? Sei kein Dummkopf. Glaubst du wirklich, dass es Engel auf Erden gibt? Ich bin nur ein Medium, das einen kleinen Heilzauber beschworen hat. Ich bin Edward J. Plunkett. Entschuldige meinen Aufzug, aber wenn ich dich so ansehe, dann... Nein, ich bin nicht wie du. Und du hast hier sicher nichts verloren. Was machst du eigentlich hier? Es geht ein Gerücht. Ein Gerücht? Ich habe es in London aufgeschnappt. Der Sohn einer reichen Familie soll ein altes Kloster gekauft und für Unsummen zu seinem Domizil umgebaut haben. Nun, man sagt, er habe zahlreiche Dirnen hierher verschleppt. Was für ein Leben. Und wo ist dieses Kloster? Das wüsste ich auch gern. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um diesem reichen Bastard eine Lektion zu erteilen. Bisher habe ich nichts gefunden. Dann hat mich dieses Monster angegriffen und fast getötet. Wärst du nur etwas später gekommen, hättest mich bereits zum Abendessen verspeist. Tja, hätte ich doch nicht dieses Pferd gekauft. Es ist einfach zu schnell. Dann würdest du mir jetzt wahrscheinlich als Nachtischgesellschaft leisten. Kein übler Gedanke eigentlich. Sei endlich still, oder ich lass dich hier zurück. Ich heiße Kudelka. Ich erklär's dir nur einmal, also sperr deine Ohren auf. Wenn du hier lebend rauskommen willst, bleib in meiner Nähe. Kapiert? Klar, ist mir eine Ehre. Ach ja, ein Herz und eine Seele. Also er ist wohl der Ritter in weißer Rüstung, der nur dahin gekommen ist, um jemandem eine Lektion zu erteilen. Und ja, unsere Motive sind noch im Dunkeln. Ich möchte jetzt auch nichts verraten. So ein bisschen weiß ich nämlich noch.
So, er steckt jetzt in mir drin, deswegen sieht man ihn nicht. Ist ja immer so, man sieht ja nur die Hauptfigur. Ja, und wenn ich zu viel sinnlos durch die Gegend laufe, dann werde ich in Kämpfe verwickelt. Hier mit einer Riesenkakerlake. Also in solchen Spielen sind mir diese Zufallskämpfe immer schon auf den Sack gegangen. Ich mache jetzt mal Magic. Magic! Fire in the hole! Achso, ja, sie muss das ja erst vorbereiten. So kannst du ja nicht angreifen. Ich glaube, ach, du musst, glaube ich, erst... Ah, okay, warte. Wie komme ich jetzt wieder... Da, so. Ne, okay, dann, dann stelle ich mich jetzt mal schützend vor sie hin. So. Da ist er weg, weil sie jetzt zaubert. Feier! Hui! Was? Wir vertragen einfach zu viel, ne? So, Aktion. Wieso kann ich den denn nicht angreifen? Muss ich mich da erst vorstellen? Ich versuche das mal. Todesmutig stelle ich mich jetzt einfach mal vor, dieses Vieh. Ah, jetzt kann ich angreifen. Zack, bang. Schlitz, Schlatz. Ja, und schon ist es kaputt. Es geht doch, es geht doch. Übrigens, Entschuldigung, es könnte sein, dass ich mich noch ein bisschen verschnupft anhöre. Ich habe nämlich zwischen den Feiertagen über Silvester hinweg bis heute mit einem leichten Schnupfen zu kämpfen. Jetzt ist er wieder ein bisschen weniger, aber ich könnte noch ein bisschen verschnupft klingen. So, ich versuche jetzt mal den direkten Weg hier aus der Tür raus. Ah, geht sogar. Ich bin schlau. Hausmeistergemächer, erster Geschossbock. Kriegt man irgendwie eine Karte oder sowas hier? Ja, achso, ich muss klicken. So, Select bringt nichts. Start bringt auch nichts. Die Taste bringt nichts. Die, was bringt die denn? Was hat denn? Achso, ja, das sind die Formation, Option. Ah, ne, eine Karte habe ich noch nicht. Das ist ja wunderbar. Dann laufen wir jetzt mal hier hin. Hier können wir nicht herlaufen. Ist das hier eine Tür oder was ist das? Sie ist von der anderen Seite verschlossen und kann von hier nicht geöffnet werden. Ja, das freut uns doch. Nein! Ja, ich hab mich schon wieder verklickt. Ist hier eine Tür? Hier ist eine Tür, oder? Ah, okay. Etwas unübersichtlich. Ich glaube, da oben liegt was, oder? Ja, es blinkt. Hat's verkraftig. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wann das nächste Mal wieder... endlich wieder gekämpft wird. Oh, was ist das denn für einer? Also, der hängt über Kopf, beziehungsweise über Köpfe. Was ist das denn? Was hat der denn? 1, 2, 3 Köpfe? So, so nebeneinander gefrisselt? Schießt der? Na. Du. Mistkerl. Oh, hier, ich bin doch der Ritter in silberner Rüstung. Ich stelle mich wieder davor. Und warte. So, und wir. Wir machen Magic. Fire in the hole. Oh, das ging ja flott jetzt. Skavoosh. Tschu. Naja, 74 ist jetzt noch nicht so der Brüller. Ich denke mal, der wird schon weit über 250 haben, oder? So, komme ich da dran? Nee, komme ich noch nicht. Ich traue mich nicht, da näher ranzugehen. Ich gehe nur mal einen Schritt vor, so. Jetzt warte ich. Kann ich nicht irgendwie auch in Verteidigungsmodus gehen oder so? Nein, kann ich nicht. Oh, jetzt bin ich schon wieder dran. Ja gut, komm. Dann gehen wir jetzt mal ran. Ich glaube, das ist schon vor dem, oder? Jawoll, ja. Hau rein. Zitsch. Gut, noch hängt er. Ich glaube, wenn der tot ist, dann fällt er erstmal runter. Aua. Kleines Drecksstück. Okay, jetzt machen wir mal Heilung. Ist, glaube ich, recht wichtig. Oh, wenigstens die Heilung haut rein. Das ist doch schon mal schön. Voll dein Fettwerk, du Schlitz. Ja, zack. Da haben wir ihm das Seil durchgeschnipselt. Die Musik lässt ein bisschen zu wünschen übrig, so mit diesen kleinen Ausfällen. So. Nee, schön ist es, schön. Yay, Kodelka, wie heißt die? Was ist das für ein Buchstabe? I? Ja, Sand? Ist das ein I? Was ist das für ein Buchstabe?
Versand? Versandfrei. Bonuspunkte 4, Level 2. Ach so, die kann ich jetzt verteilen. Ah. R2-FP-Erklärung. Die sind bestimmt wie viel Stärke. Schande über eine Gegner einen Angriff zu, egal wie große Stärke. Ja gut, das sind... sondern auch ein Ausgefallen zwischen Stärke und Geschehen. Okay, kannst du dir... Warte mal, meine Gesundheitspunkte. Okay. Geschicklichkeit, aber egal wie ich verstanden habe, so eine geschickte Figur, was auch immer, ausgeliefert ist, geschickt aufstecken. Okay, und Intelligenz, ja, möchte ich jetzt haben schon. Ja, okay, das war mir eigentlich. Oh, Magerie, und das ist nur eine Magie, maximal, wenn man eine Figur mal erhöht wird, wenn man wirksamer hat. Was, wenn bei einer Figur die Magie erhöht wird, nimmt bei ihr die Wirksamkeit von Heilzauber ab? Oh, ist natürlich nicht so schön. Weisheit, mit der Angriffs- oder Heilzauber erfolgreich anwenden kann. Beweglichkeit. Das glaube ich ausweichen, ne? Daher kann eine hohe Beweglichkeit bei einem Kampf den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Ah, Glück! Wie viel Glück deine Figur hat. Deine Figur mag sich ihres Glückes gar nicht bewusst sein. Aha. Okay, ja. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ich will wieder zurück. Hallo? Ah, so. Ja, was nehmen wir denn da mal? Ich kann das im Moment nicht deuten. Stärke 13 habe ich, oder was? Bonuspunkte 4. Also ich kann die jetzt verteilen, ja? Beweglichkeit 7. Das ist nicht viel, ne? Geschicklichkeit. Mal eben gucken, wenn ich jetzt draufklicke, was passiert dann? 11 und einer ist weg. Ah, sehr gut. Okay. Aha, mal Glück noch ein. Ich bin ein bisschen... Was sowas angeht, bin ich ein bisschen grobmotorisch. Aber ich, mach hier noch ein und Konstitution auch noch ein. So. So! Dann würde ich sagen, war's das? Fertig? Ja, ne? Nein! Okay. Oh, eine Axt nehmen wir mit. Edward! Ja, schön! Ich mag den Namen nicht. So, dann mache ich an dieser Stelle, falls es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Wo war nochmal die Taste? Ah, da. Einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch schon ein bisschen gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Codelka. Bis dann. Ciao.